So, die letzte Halloween-Deko, Spooktober-Deko ist im Kasten. Und das heißt für mich, dass ich jetzt mich um meinen kleinen Hexenschrein hier kümmere. Das ist hier die Realität. Ich hatte nicht den perfekten Blick meistens, weil hier immer noch das Stativ stand. Ich habe es aber ab und zu dann weggenommen, um einfach ein bisschen schöner auf meine ganzen Sachen gucken zu können. Und jetzt werde ich die Clear Stamps, Halloween-spezifischen Washis und so weiter und so fort wegpacken. Und ich würde sagen, ich filme das einfach so ein bisschen mit, wie ich alles wegsortiere. Und dann gucken wir mal, wie ich die Fensterbank hinterher dekoriere, beziehungsweise wahrscheinlich sieht sie erstmal relativ kahl aus, aber dann kommt ja auch demnächst die Weihnachtsdeko raus. So, ich lege mal die Deko beiseite. Ich habe mir hier so einen kleinen Karton rausgesucht, der sich ganz gut, glaube ich, eignet, um da ein paar Sachen zu verstauen. Ich muss mal gucken, was da alles reinpasst und ob ich Stationery und Deko mixe, aber ich glaube, ich kann das so ein bisschen zusammenpacken. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal alles, was da reinkommen soll, von der Fensterbank runternehmen. Zum Beispiel, upsala, der kam da auch gleich mit rein. Die ganzen Washis, obwohl ich da auch gleich nochmal gucken kann. Ein paar sind nämlich in Schublädchen gewesen und ein paar kommen dann, glaube ich, hier in die Box. Aber zum Beispiel das hier, das ist ja jetzt nicht nur Halloween-mäßig, das kann dann auch woanders hin. Oder das hier. Aber ich versuche erstmal alles einzusammeln. Dann habe ich hier ja noch meine Tarotkarten, wovon ich auch so ein paar einzelne auf dem ganzen Ding liegen hatte. Upsala. Sind das die richtigen überhaupt? Nee. Die kommt dahin. Na. Und hier sind die anderen. Ja, das gehört zusammen. Die kommen hier rein. Ich glaube, die werde ich übers Jahr nicht brauchen. Und wenn ja, dann weiß ich ja, wo sie sind. Aber die werde ich auch erstmal mit verstauen. Kommt wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann die nächste Packung dazu. Es kann sehr gut sein. So, ansonsten habe ich noch so ein paar Dekosachen, zum Beispiel meine Zeitumkehrer habe ich noch. Und dann habe ich noch diese kleinen Fläschelchen. Die brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Dann habe ich noch einen zweiten Zauberstab. Das ist meine aus der Kinderzeit damals. So. Dann haben wir hier noch die ganzen Schmucksachen, die man quasi anziehen kann. Also hier diesen Kragen habe ich noch. Und die Handschuhe und ich habe auch hier diesen Armschmuck oder Handgelenksschmuck. Der kommt aber, glaube ich, in einen Beutel oder so. Dann ist hier noch eine Kette. Ich habe hier auch noch die Beutelchen. Hier sind, glaube ich, noch diese Propfen. Genau. Von den Fläschchen, dann kommen die einfach hier mit dazu. So. Ich mache mal einen Knoten rein zur Sicherheit. Dann habe ich noch mehr von den Beuteln und ich habe noch mehr von den Beuteln, weil ich habe da, die sind von Action übrigens, letztens ein paar nachgekauft, weil ich die so schön fand. Ich guck mal, welche Farben ich da noch habe.
Okay, also ich habe Grau, Hellblau und Dunkelblau. Obwohl ich sagen muss, dass außer Grau jetzt nichts wirklich mich anspricht, was jetzt Halloween angeht. Ich glaube, ich bleibe einfach mal bei denen hier erstmal. Und zu Gold kommen jetzt die Zeitumkehrer. Und hier kommt der Armschmuck rein. Ich glaube, die Kette nicht, die verhaspelt sich dann nur drinne. So. So, das muss dann nicht rein, aber, wow, das war ein Siegel, sorry. Ich glaube, die Fledermausschalen können da noch rein. Da habe ich ja 3 Stück von und die hier passt, glaube ich, perfekt hier zwischen. Sehr gut. Die nicht, die sind gleich groß. Passt das hier überhaupt? Ja, gerade so. Okay. Dann habe ich hier noch so eine Steinschale. Ich finde, die sieht auch so ein bisschen aus wie eine Fledermaus mit ein bisschen Fantasie. Die werde ich auf jeden Fall auch mit hier reintun. Den Schmuck hier werde ich nicht mit in die Box tun, sondern einfach woanders hinpacken. So. Ansonsten habe ich hier noch so Vampirzähne, die kommen aber auch zu anderen Kostümutensilien. Und dann habe ich hier noch diese Muschel, die sieht halt so ein bisschen creepy aus, deswegen dachte ich, könnte die da auch mit dazu. So. Dann werde ich hier erstmal die Washis wegsortieren. Je nachdem, wo die so hingehören. Also das ist auf jeden Fall Halloween. So, das kommt damit rein. Ich glaube, fast die Washis kann ich auch woanders hinpacken, weil das sind halt jetzt nur noch 3 Stück, die hier irgendwie übrig sind. Ich hatte doch auch noch so rötliche. Wo sind die denn jetzt gelandet? Irgendwie vermisse ich gerade noch 1, 2 Washi-Tapes. Da sind sie, die beiden meinte ich. Aber ich glaube, also das hier sind meine einzigen, die jetzt so richtig Halloween-spezifisch sind. Das hier kann man auch noch mal zu anderen Themen mit benutzen. Deswegen muss ich da mal schauen, was ich damit mache. Und dann kommen die Sachen hier rein. Und am besten natürlich so, dass es nicht alles aneinander klötert. So. Hier habe ich noch eine Lücke gefunden für das Washi-Tape. Und ich gucke gerade mal, was ich noch wegsortieren kann aus meiner Schublade, aber nicht so richtig viel irgendwie. Ich habe hier allerdings noch so sommerliche Motive. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Und das hier habe ich ja jetzt auch in dreifacher Ausführung, weil das hier schon fast zu Ende gegangen ist und ich das sehr schön finde. Das heißt, ich werde das hier mal so ein bisschen zusammenschubsen in meiner Schublade. Dann passen die hier nämlich mit dazu. Das
passt auf jeden Fall besser als das Sommerthema. Hier die Wellen können auch mit raus. Und ja, gucken wir mal, wo die alle hinpassen. So, ich habe ansonsten hier noch so ein paar Sachen, die nicht in die Box passen. Unter anderem mein großer Kessel. Ich sehe gerade, den hätte ich hier nochmal nachmalen können. Ne? Mache ich dann vielleicht nächstes Jahr, bevor ich den dann wieder verwende. Den muss ich auf jeden Fall gut einpacken, damit da nicht die Füße abbrechen. Dann habe ich noch den kleinen Kessel hier. Das kann da raus. Aber ja. Der muss auch irgendwo hin. Und ansonsten noch so Kleinigkeiten mit Lichterketten. Also hier zum Beispiel dieses Ding hier, was man an- und ausknipsen kann. Da hatte ich einfach so ein paar Murmeln reingepackt. Ich glaube, die Murmeln nehme ich raus. Upsala. Und pack die auch in so einen Beutel. Und das könnte ich vielleicht nochmal für Weihnachtsdeko oder so hier stehen lassen. Mal gucken. Ich komme dann einfach so ein paar Weihnachtskugeln da rein oder sowas. Ansonsten habe ich noch meine Siegel, die brauche ich aber noch. Dann habe ich hier noch so einen Prototypen von einem Hexenbesen. Packe ich einfach mal mit dazu. Die Bänder hier kommen zu anderen Bändern, weil die kann man auch nochmal für andere Sachen benutzen. Dann habe ich hier noch meine Federn. Ich glaube, die packe ich hier auch mit rein. Das wird tatsächlich knapp mit dem Platz. Ich hatte hier diese Feder aufgehoben am ja, Strand, wo wir dann den Trailer gedreht haben. Und 2 Schritte weiter meinte mein Kameramann, ich habe hier noch eine größere gefunden. Man kann die auch hier vorne so anspitzen und dann richtig zum Schreiben benutzen. Allerdings halten die meistens nicht so lange. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich jetzt hier nur Tintenpatronen gehabt hätte und keine Tintenfässer. Das wäre natürlich auch noch ganz cool gewesen, aber das dann vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken. So, meine Fensterbank leert sich auf jeden Fall schon ein bisschen. Ich habe hier noch so kleine Gläschen mit was drin. Das ist halt auch nicht so richtig spezifisch für Halloween, aber ja, winterlich ist es halt auch nicht. Ich könnte zum Winter was anderes reinpacken, vielleicht. Mal gucken. Dann habe ich noch 3 von diesen Gläsern. Da waren die Federn drin. Und die 3 waren. Upsala. In diesem Körbchen drin. Da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel drin. An Sachen. So. Die stehen hier so in diesem Bütchen quasi. Weiß jetzt nicht so richtig, was ich da zu Weihnachten reinpacken könnte, aber das ist halt was, was man irgendwie noch mal außerhalb von Halloween natürlich auch benutzen kann. Was ich auch noch hier stehen habe, was ich gar nicht so richtig thematisiert habe, sind Ray-Dunn-Kerzen, beziehungsweise die Container, wollte ich schon sagen, also die Verpackung von den Kerzen, die Keramikdöschen. Ist jetzt schon ein bisschen eingestaubt hier. Da habe ich mir ein paar von gegönnt. Die waren schweineteuer.
Und ich mag eigentlich überhaupt keine Duftkerzen. Ich habe dann das Wachs da raus operiert, um die Behälter zu haben, weil ich die so schön fand. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich die nochmal für andere Sachen dann einfach irgendwo in der Wohnung verteile. Also zum Beispiel könnte man jetzt hier auch Wattepads reinpacken. Ich benutze kaum Wattepads, aber weiß ich nicht. Irgendwas derartiges. Oder das als Zahnputzbecher verwenden, hatte ich schon überlegt. Ich kann euch mal alle zeigen, die ich habe. Gott, jetzt wird der Tisch hier langsam voll. Moment, ich suche die mal alle raus. So, ja, hier seht ihr das Ausmaß. Also ich habe da ein paar Euro investiert. Das war einfach viel zu viel Geld für Kerzen. Aber wie gesagt, mir ging es um die Container, die ich dann halt danach habe. Ich habe zum einen hier diese, die so ein bisschen fluoreszierend sind. Das ist einmal Ghoul Friends und Boo. Die sind so ein bisschen kleiner. Ich finde, die passen ganz gut zusammen, weil die genau gegensätzlich sind, also einmal schwarz mit weißer Schrift und einmal weiß mit schwarzer Schrift. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, da einen Zahnputzbecher draus zu machen. Dann habe ich noch einen weiteren kleinen Witch's Brew. Die Farbe ist ein bisschen in your face, aber ich fand die irgendwie ganz cool, ein bisschen giftig. Genauso giftig ist auch das hier, Wicked Witch. Also das passt halt auch, wow, ganz gut zusammen. Und hier ist auf dem Deckel auch noch ein Hexenhut drauf. Dann habe ich noch einen größeren, der offen ist, wo Wicked draufsteht und auch so ein Hexenhut drauf ist. Ist alles Ray Dunn. Hier seht ihr die Marke. Das ist auch ein Rabbit Hole, wo ich da reingefallen bin. Also ich habe mir ja diverse Herbst-Deko-Videos, House-Decorating-Videos, Halloween-Decorating-Videos und alles Mögliche angeguckt. Und es gibt wirklich. Also das ist eine ganze Szene, so wie, glaube ich, die Planerszene für manche einfach ungreifbar ist und keiner kennt oder man damit nichts anfangen kann, ist diese Ray Dunn-Sammelgeschichte auch riesengroß. Natürlich eher jetzt in Amerika als jetzt bei uns. Aber es gibt alles Mögliche von Ray Dunn. Ich habe jetzt hier bei TK Maxx halt nur diese Kerzen gefunden. Aber es gibt dann auch irgendwie Tassen und Schalen und Schüsseln und irgendwelche Motive, also so. Keine Ahnung, Keksdosen, die dann aussehen wie ein Weihnachtsmann oder wie einen Kürbis und so weiter. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr danach googelt, auf eigene Gefahr. Und ja, hier ist einmal Pumpkin Love. Das fand ich auch sehr süß mit dem Kürbis drauf. Das ist auch so ein bisschen zeitloser, in Anführungsstrichen. Also das kann man halt den ganzen Herbst dann stehen lassen. Dann hier die Spooky-Dose, die hattet ihr eben schon gesehen, mit einer Katze als Deckel. Und auch sehr cool, weil es matt ist und einen flachen Deckel hat, und zwar Creeping It Real. Und da ist auch ein Kürbis drauf. Genau. Ja, also ich habe mir ein paar davon gegönnt. Das war eine kleine Investition, muss man sagen. Also und so eine Kerze, ich glaube, die hier haben, Gott, 12,99 oder so gekostet. Und die hier, glaube ich, 60, ich bin mir nicht sicher, 16 oder so, 20. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen verdrängt. Also die sind echt, ja, teuer. Und ich muss sagen, die haben auch nicht gut gerochen. Also da bin ich ganz ehrlich, wenn ihr Duftkerzen-Fans seid, dann riecht die auf jeden Fall vorher, ob das euer Geruch ist und euren Geschmack trifft. Weil ich fand die eigentlich alle schrecklich, bis auf einen vielleicht. Und auch den fand ich nicht so bombastisch. Ich bin da ein bisschen speziell, was so Düfte angeht. Ich kriege von allem immer super schnell Kopfschmerzen. Deswegen musste das Wachs hier auch ganz schnell raus. Es ist natürlich praktisch, wenn man den Deckel drauf machen kann, weil man es dann nicht mehr so doll riecht. Aber wie gesagt, wenn ihr die wegen den Duftkerzen kaufen möchtet, dann riecht erst mal dran. Ja, genau. Also so viel dazu. Die werde ich teilweise jetzt auch noch stehen lassen, irgendwo verteilen, mal gucken. Die werden noch nicht sofort eingepackt, weil ich die ganz schick finde.
vielleicht auch irgendwie als Stiftebecher nochmal benutzt oder so. In dem einen hatte ich ein paar Bonbons drin, die stehen bei mir jetzt auf dem Couchtisch zum Beispiel. Und ja, genau, also die muss ich jetzt noch nicht einpacken. Aber ich dachte, ich zeige euch die einfach mal, weil es ist schon ein bisschen Madness, die hier passiert ist. Und ich habe das zwar natürlich dann hier mit drapiert und dann vielleicht auch in einem Reel gezeigt, wenn ich dann die Deko gezeigt habe oder so. Aber so richtig thematisiert hatte ich es nicht und ja, naja, jetzt ist die Saison quasi vorbei. Deswegen ist die Gefahr für euch nicht mehr so groß, infiziert zu werden, weil die gibt es jetzt wahrscheinlich bei TK Maxx gerade nicht mehr. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wo man die sonst innerhalb von Deutschland kaufen kann. Und was ich auch glaube, ist, dass man rechtzeitig losdüsen muss. Das fand ich auch ganz schön spannend, dass die ganzen Leute, die dann so Halloween-Deko geshoppt haben, im September angefangen haben, glaube ich. Nee, noch früher, im August oder so angefangen haben. Und teilweise auch schon im Juli, weil dann halt teilweise schon die Sachen in den Läden waren. Und ich glaube, ich bin im September, Ende September das erste Mal auf Halloween-Deko-Schau gegangen. Und hier in Deutschland ist es ja auch noch ein bisschen was anderes, weil das gar nicht so präsent ist. Und dann gibt es irgendwie nur so paar Kostüme, die total billig aussehen. Aber ja, die anderen Länder haben das teilweise ein bisschen exzessiver ausgeübt dieses Jahr und auch die letzten Jahre sicherlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die kommen jetzt erstmal wieder beiseite. Meine Fensterbank ist schon relativ leer. Ich gucke jetzt mal gleich, was ich da dann stehen lassen möchte. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall diesen Tischläufer da wegnehmen. Der muss nämlich mal gewaschen werden, der ist ein bisschen eingestaubt und dann bleiben vielleicht nur noch ein paar Teelichter oder so stehen. Ich zeige euch das auf jeden Fall dann gleich, wenn ich ein bisschen alles sortiert habe. Was sich hier auch noch angehäuft hat auf der Fensterbank, sind Nagellacke, die ich zuletzt benutzt habe. Unter anderem halt diese knallroten, diese Giftgrün, das heißt auch irgendwas mit Slime, glaube ich, Get Slimed. Und schwarz, also das waren so meine Halloween-Nägel. Und hier ist noch ein bisschen was Herbstlicheres, was nicht ganz so knallig ist. Auch eine Lieblingsfarbe von mir. Aber ihr seht schon, ich habe sie dann immer einfach hier so hingestellt. Die haben sich so ein bisschen in die Deko eingefügt. Und ja, die werde ich jetzt auch mal wieder in meine Nagellackschublade einsortieren. Dann habe ich ja noch hier die paar ausgeschnittenen Sachen eben in der Hand gehabt. Dafür habe ich hier meinen Sammelordner, nenne ich es mal. Und hier waren auch irgendwo, da glaube ich, waren die drin. Die kommen jetzt einfach wieder mit dazu. Und die Hexe ebenfalls. Da sind noch so ein paar Sachen von den Wimpelketten übergeblieben. Die hängen übrigens auch noch, die muss ich auch noch abnehmen. Und die ganzen Buchstaben, die aus diesen Wimpelketten hier ausgeschnitten worden sind, habe ich ja auch einsortiert. Die kann man dann nochmal irgendwie vielleicht für andere Sachen gebrauchen. So, ich hatte mir hier so Umschlagtaschen besorgt. Ein paar sind auch noch leer und hier sind zum Beispiel Girlanden drin gelandet. Also hier ist meine Geburtstagsgirlande. Beziehungsweise es war so ein Mobile. Hier sind schon Hexensachen drin. Das heißt, ich muss die doch nochmal hier rausnehmen, die Fledermäuschen. Damit das zusammen bleibt. Die Wimpel lasse ich aber da drin, die halben. Das ist ganz gut, weil man dann da auch reingucken kann. Und ich werde jetzt noch die anderen Sachen abnehmen und hier mit reintun. Salah. Ich hatte ja ein paar mehr davon gemacht. Also ich hatte Witch Please und dann hatte ich noch Hokus Pokus. Dann hatte ich noch Boo und so verschiedene andere ja, Girlanden. Die kommen jetzt einfach hier mit rein. Das hier war die, upsala, die Hokuspokus-Girlande. So, den Kürbis hier hatte ich einfach an meiner Kaffeeecke an der Wand hängen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier ein bisschen
möglichst gut verstaut bekommen. Weiß gar nicht, ob das hier reinpasst, ehrlich gesagt. Nee, ich habe es befürchtet. Das ist zu groß. Knicken wollte ich es jetzt eigentlich auch nicht. Obwohl man es theoretisch hier knicken könnte. Ja, come on. Besser als es irgendwo anders hinzupacken und dann findet man es nie wieder, ne? So. So, ein Bö habe ich noch gefunden. Dann war es das, glaube ich, erstmal. Ich finde es sehr praktisch, alles hier beisammen zu haben und habe mir extra noch ein paar mehr geholt, damit ich da dann noch vielleicht Weihnachtssachen reinmachen kann oder einfach andere Sachen, die ich dann im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, wie auch immer, mit der Cricut ausschneide, weil dann habe ich ja einfach alles zusammen und kann die Sachen auch nochmal wieder rauskramen und verwenden. So, ich habe jetzt mal den Läufer von der Fensterbank runtergenommen. Das sieht total komisch aus, weil die jetzt total hell ist wieder. Aber das Ding muss auf jeden Fall gewaschen werden, ist voller Staub und Krümeln. Deswegen, ja, kommt das Ding direkt mal in die Wäsche. Okidoki, dann nehmen wir die erstmal beiseite. Das hier ist einfach noch so ein Stoffbeutel. Da ist nichts drin, der kommt woanders hin. Und dann muss ich gleich mal an meine Fensterbank rankommen, um die einmal ein bisschen sauber zu machen, beziehungsweise zu entstauben. Und ich zeige euch dann einfach gleich das Endergebnis, wie es jetzt hier aussieht. Und ja, wahrscheinlich wird es nicht so übelst spektakulär. Aber mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Es ist ganz schön kahl inzwischen auf meiner Fensterbank. Es ist ein paar Tage später. Aber ich dachte, ich zeige euch jetzt noch einmal das Endergebnis vom ja, Halloween-Deko wegräumen. Ein paar von den Gefäßen hier sind, wie ihr seht, noch übrig geblieben, weil ich die einfach ganz cool finde. Dann ist hier erstmal gar nichts. Meine Plana und auf der anderen Seite ist ein bisschen Stationery gelandet. Hier hat sich auch schon der erste Nagellack wieder hin verirrt. Die stelle ich dann immer da ab. Und ja, ich habe auch ständig Schnupfnase, deswegen liegen da auch Taschentücher rum. Ansonsten habe ich hier noch ein so ein Gefäß jetzt für meine Lieblingsstifte genommen. Hier sind so ein paar Sticky Notes drin, mein Finanzplaner, Post, die ich noch beantworten muss. Hier sind meine Sticker von Clarisse Planning drin und nach wie vor richtig cool, die Tape-Up-Roller von Sostrene Grene. Irgendwie hält das Tape hier oben nicht so gut drauf, aber ich mag die sehr, 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 sehr gerne. Und ja, das ist. Jetzt bin ich fast über meinen eigenen Stuhl gefallen. Das ist die aktuelle Situation. Und ich sage euch eins: Ich habe so wenig Weihnachtsdeko, da wird nicht viel passieren. Ich habe jetzt schon 4 Kerzen gekauft, die ich für so eine Art Advents Kranz verwenden kann. Die kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und dann habe ich eigentlich nur so ein Metall-Weihnachtsbaumgestell. So, ja, weiß ich nicht, das geht dann vielleicht so bis hier hoch oder so, ein Tick höher, wo man Kerzen, nee, Kugeln dranhängen kann. Keine Kerzen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also wahrscheinlich kommt das dann hier in die Mitte und dann habe ich weihnachtlich dekoriert. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit für, würde ich sagen. Ich wollte euch aber auf jeden Fall zeigen, wie es jetzt aussieht. Das Licht ist hier gerade echt nicht das Beste. Aber ich glaube, für einen kleinen Blick reicht es. Das sind die Kerzen, die ich bei Rossmann gekauft habe. Ich finde die richtig schön. Die schimmern so ein bisschen in so einem Rosaton. Die hatte ich die letzten Jahre in Mint. Auch von Rossmann, genau dieselben quasi, nur in einer anderen Farbe. Das Tablett hier ist auch von Rossmann, das habe ich aber schon ein bisschen länger. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Aber auf jeden Fall, ja, wird das sozusagen mein Adventskranz sein. Und ja, dann war es das auch erstmal für heute mit dem Video, würde ich sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.